Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge in Transport Fever. Ich habe hier die Sachen mal alle offen, weil ich hatte gerade ein interessantes Phänomen. Dieser Zug hier, da vorne kommt er, hat irgendwie den Verkehr aufgehalten. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Also seine Linie führt eigentlich hier lang, überhaupt nicht in dem Bereich. Und der war hier hinten irgendwo lang gefahren. Also keine Ahnung, wie er da hingekommen ist. Der muss ja irgendwie von hier aus gefahren sein und dann hier lang gefahren sein. Keine Ahnung warum, aber gut, jetzt hat er sich wieder gefangen. Jetzt fährt er wieder seine reelle Strecke, weil hier, das ist ja total der Blödsinn. Da stoppten alle anderen Züge, weil er da durchfahren musste. Gut, okay, er fährt wenigstens wieder. Allerdings ist er zu alt, 48 Jahre. Da muss dringend ein Fahrzeugersatz rein. So, das könnten wir mal eben machen. Und zwar, er kann Höchstgeschwindigkeit 60, ach Gott, ja, ist tatsächlich schon etwas veraltet. Da werden wir mal etwas Schnelleres einsetzen. Und zwar habe ich doch hier, Moment, ich habe doch hier diese schöne, wo ist die denn? Die nicht? Wo ist die denn jetzt hier? Hä? Ach so, Moment, das war ein Triebwagen, genau. Die hier war das. Ja. Die würde ich ganz gerne mal einsetzen. Die werde ich einfach mal hier kaufen. Dann brauche ich ein paar neuere Waggons dafür. Mal sehen, die können 120, 125 glaube ich fahren. So, da könnten wir mal die dazu nehmen. Nehmen wir mal die dazu. Allerdings in einer anderen Farbe. Da werden wir auch mal in Rot machen. Und zwar 2, 4, 6. So, dann kann er schon deutlich mehr mitnehmen. Moment. Es gibt keine zu ersetzenden Fahrzeuge. Das wüsste ich jetzt aber, mein Lieber. So, ein. Moment. Wo ist er denn jetzt? So. Ach Mist, der. Moment mal. Der ist doch schon wieder auf dem falschen Gleis, der Bengel. Was macht denn der immer zu hier? Hallo? Moment mal, das ist doch. Du. Was? Was? Was macht der denn hier? Das ist. Wir reden von dem Zug hier. Hallo? Deine Linie ist hier, du Bengel. Moment mal. Also. Der ist auf diesem Gleis. Kann er möglicherweise von dem Gleis gar nicht mehr runter? Oh, dieser ganze Rauch, man sieht überhaupt nichts. So, da stoppt er. Ja, da fährt er natürlich hier überhaupt nicht hin. Und deswegen ist er vermutlich auch nicht da hingekommen. Das heißt, er fährt jetzt die ganze Strecke wieder zurück, hält andere Züge auf. Moment, wo bist du jetzt? Da ist er. Wo fährt der denn lang? Ich krieg eine Krise. Oh, wow. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, wenn er da jetzt ist, okay, kommt er von da wenigstens wieder weg? Oder muss ich ihm da auch irgendwas geben? Moment, er ist auf dem Gleis. Fährt. Wo fährt er denn jetzt gleich lang? Müsste er eigentlich auf dieses Gleis, blaue Gleis rauf. Genau, von da ist er vorhin auch gekommen. Um Gottes Willen, Junge. Mal gucken. Jetzt müsste er eigentlich gleich hier runterfahren auf das. Da geht die rüber. Und das macht er auch. Da fährt er lang. Der hält hier alles auf. Weil der einmal rüberfahren muss, die Pfeife. Oh, wow. So. Und dann müsste er nach da hinten fahren. Na komm. Hey, 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 Leute. Dann fahren wir rüber. Er da vorne muss auch halten. Wieso muss der nicht halten? Ist da einer drin? Der steht hier. Da ist ein Haltesignal, aber hier ist auch keiner drin im Gleis. Wieso sollte denn der jetzt da halten? Weil er auf dem falschen Gleis ist, die Pfeife. Oh, Kinders, Leute. Könnt ihr alle nicht fahren oder was? Jetzt hier fehlt das Signal, ne? Ja.
So, Moment. Den müsste ich jetzt eigentlich gleich wieder rüberschicken können. Was? Jetzt wartet der auf der Ecke, ja klar. Weil er dort ja auf dem falschen Gleis ist. Moment, wir machen da mal ein Signal mal kurz drauf. Eieiei. Das ist ein Krampf. So, also. Bringt das was, wenn ich das noch da mache? Das bringt tatsächlich wenig. Moment. So. Na. Macht er das mal so. Fährt er dann ein Stück weiter? Ach ja, noch ein Stück weiter. Scheibenkleister. So, da wartet der, ist klar. So. Ich nehme an, der ist nicht weit genug gefahren, oder? Wo habe ich denn da meinen... wo ist denn da die Weiche? Die ist da hinten. Doch, der ist weit genug gefahren. Dann soll er mal drehen. Jetzt müsste er doch eigentlich aufs richtige Gleis fahren. Ja, das macht er auch. So. Das Signal hier vorne werde ich mal wegnehmen. Wo ist es? Da. Und das werde ich stattdessen hier hinten hin tun. Wo wechselt er? Da wechselt er. So, da machen wir es hin. Was ist das denn hier schon wieder? Scheiß! Bengel! Du bist schon wieder falsch gefahren! Hat das jetzt gemacht, weil ich ihm das Gleis geklaut habe? Oh, ich krieg einen Knall. Das kann doch nicht wahr sein. Was machst du? Boah, ist der lange, ey. Ja, dreh mal um hier. Das kann doch nicht wahr sein. Und da wartet er dort wieder. In die Krise. Achso, Moment mal. Das dürfte gleich erledigt sein. Hallo? Jetzt kannst du wohl fahren. Leute. Was geht denn hier ab? Ja, gut. Er kann nicht nach da. Aber er dürfte, könnte doch fahren hier. Drehen. Drehen. Er fährt nicht. Er fährt nicht. Verdammt, wieso fährt denn er jetzt nicht? So, Moment. Er könnte doch jetzt... Ich sehe nichts. So. Erstmal den nach da und den nach da. Jetzt fährt er raus. So, also. Du. Ach Gott. Okay, Moment mal. Wir machen den mal kurz hier ran. So. Der soll... Der hat sogar ein Signal dafür gekriegt, hä? Ein Wegpunkt. Ja. Das hier ist sogar sein Wegpunkt. Der dürfte da gar nicht rauf. Das gehört eindeutig zu seinem Wegpunkt dazu. So. Jetzt mal so. Das kann doch nicht wahr sein hier. Fährt der jetzt links wieder richtig? Ja, der fährt dahin, wo er hin soll. Ich verstehe es nicht. Gut, okay. So, also. Jetzt kommen wir mal wieder zu diesem hier. Guck mal an, jetzt fährt er. Jetzt ist er sogar richtig, ja? Jetzt ist der sogar richtig. Allerdings. Wenn der dort auch halten soll, wieso hat er denn keinen Fahrzeugersatz gemacht? Alt genug ist das Scheißding doch. Fahrzeugersatz ein. 50%? Hallo, der ist doch uralt. Der müsste doch ohne Schwierigkeiten. Moment, kann ich den jetzt. Nee. Es gibt keine zusätzlichen Fahrzeuge. Hä? Was glaubst du, was das hier ist? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. So, mal nochmal. Also. Fahrzeugersatz. Das ist eine Diesel. Was ist das? Moment, Triebwagen. So. Triebwagen. Ach, das ist eine elektrische. Moment.
jetzt habe ich es kapiert. Sehr wahrscheinlich ist doch bestimmt die Strecke gar nicht ausgebaut für elektrisch, oder? Ja, die ist nicht ausgebaut. Okay, daran liegt's. Okay, so, also, nochmal. Was können wir denn hier? Das ist Diesel. So ein langsames Ding. Na, die fallen mir nicht. Die sind mir zu langsam. Die hätten wir noch, die ist aber auch so langsam. Dann bleibt's bei Dampf. So, kriegt er die hier wieder rauf. Moment, hier ist noch eine. Die ist auch zu langsam. Die ist auch zu langsam. Kriegt er die. So, okay. Und dazu nehmen wir 100. Der hier war immer noch der schnellste. Allerdings möchten wir den diesmal im Blau haben. Ja, wir nehmen das Blau. So. Okay, und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6, so. Und den werden wir sofort ersetzen. Jawohl, das macht er auch. Das mache ich mal wieder auf 100. So. Also. Jetzt fährt er auch wieder auf der richtigen Gleis. Und bleibt da hoffentlich auch. So. Ich hatte hier allerdings noch reichlich mehr. Gut, das mag jetzt auch alles irgendwo ein bisschen zusammenhängen. Ha, wird im Moment kräftig Minus gemacht. Ich bin hier von 52 Millionen auf 30 runter. Eieieiei. Oh, gut, okay. Also, fährt der? Nein, der fährt nicht. Fährt der? Der fährt. Der fährt nicht. Der gehörte auch eben zu der Bande, die da stehen geblieben ist. So, was ist mit dem? Fährt der? Der fährt. Und der? Der fährt auch. Okay, der fährt. So. Was haben wir mit dem? Fährt. Fährt auch. Ich nehme an, das ist, wird sich gleich wieder amortisieren. Das sind alles die Züge, die nicht gefahren sind. Er fährt auch. So, was haben wir denn noch? Das sind die beiden. Die beiden. Ach, das ist der Öl, ne? Ja. Genau. Die machen zum Glück immer noch Gewinn. Im Moment reicht's aber nicht. Machen hier kräftig Minus. 10 Millionen, meine Güte. Das ist schon eine ganze Menge. Moment, da wollte ich gar nicht hin. So. Ja, ich weiß, ihr habt alle Lebensdauer erreicht. So. Der ist jetzt auch da angekommen, wo er hingehört. Naja, noch nicht ganz. Aber fast. Okay. Der fährt auch da. Moment, das wollte ich gar nicht machen. Ich wollte eigentlich nochmal kurz schauen, ob alle korrekt fahren. Keiner steht auf dem Gleis des anderen. Das hatte ich mich vorhin auch. Und zwar weiter hier hinten. Da hinten irgendwo standen alle falsch. Oder da hinten? Na, irgendwo hier standen sie noch falsch. So. Warum stehst du? Bist auf dem richtigen Gleis, aber du stehst. Warum stehst du? Wo fährst du eigentlich lang? Hä? Ich sehe gar nichts. Wo fährt denn der lang? Ach, da vorne. Okay, da fuhr gerade ein anderer durch. Ich nehme an, jetzt müsste er gleich, wenn der passiert ist, müsste er... Ja, er fährt weiter. Gut. Okay, der fährt. So. Okay. Ja, jetzt machen sie schon wieder mehr Plus. Gut, der macht sowieso Plus. Hm. Der hat gar nichts dabei. Warum hat er nichts dabei? Moment. Warum hast du nichts dabei, Junge? Du verlässt gerade einen Bahnhof. Und zwar... Ist das der Wangerland-Bahnhof? Ja, ist der Wangerland. So. Wo fährt denn deine Strecke lang? Wangerland-West. Ach so, das ist der. Okay. Liegt das hier für dich bereit?
Ja, 53 davon, aber immer noch kein Öl. Warum kriegt der Bengel keinen Treibstoff? Der kann Treibstoff liefern. Ja. Aber er liefert keinen Treibstoff. Das kann eigentlich nur einen Grund haben. Die LKWs erreichen nicht das Industriegebiet. Moment. Erreichen sie das Industriegebiet? Wo ist denn die LKW-Zufahrt? So. Moment, das machen wir weg. Ja. Da sieht man's. Das ist der Grund. Wir erreichen nur das. Wir erreichen zwar ein wenig hiervon, aber den größten Teil nicht. Das könnte es sein. So, okay, Moment mal. Dann werden wir mal hier eine zweite Haltestelle einbauen. So. Und zwar... wo setzen wir sie hin, ist die Frage. Einmal drehen. Erreiche ich schon deutlich mehr. So. Moment, das geht nicht. So, okay. Von der 2... Von der 2... Fährst du nach da? Nee. Kriegen wir hier zufälligerweise... Moment. Mach das mal wieder weg. Kann ich irgendwas rübersetzen? Moment, ich mach das auch mal weg. So. Ob ich hier eine Brücke hinbekomme, muss ich mal eben schauen. Kleine mittlere Straße. Mittlere Straße, so. Okay. Jetzt machen wir das etwas höher. Nee, das geht runter. Das war's nicht. Hallo? Eine Brücke. So. Okay, davon nehmen wir jetzt wieder diese hier. Und die schließe ich einmal da an. Und einmal da an. So. Okay, so. Und dann setzen wir dort noch eine LKW-Station drauf. Und zwar... hier hinten hin. Moment. So. Okay. So, wo habe ich jetzt die LKWs nochmal? Da. LKWs. So. Und zwar fährst du von der 2. Moment. Von der 2. Nach da. Und dann nach da. So. Müsste ich mir eigentlich hier auch nochmal eine Brücke geben. Das kann ich auch machen. Verzeihung, ich habe ein wenig Husten. So, und zwar... Das machen wir mal weg. Ja, ich weiß, dir fehlt eine Straße. Ist schon klar. So. Okay, dann einmal nach da. Kriegen wir das etwas höher? Hä? Hey, Bau nicht möglich. Okay, Moment. So. So, da haben wir das. Kriege ich da später noch was durch? Ja, da kriege ich noch was durch. Okay. Nee. Das ist nicht okay. Ja, so. Und so. Und von hier gehen wir nach da. Und den machen wir damit ran. So. So, jetzt dürfte doch eigentlich das besser laufen. Moment, jetzt könnten wir noch ein paar weitere LKWs hinzufügen. Und zwar Güter da. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und die möchte ich in LKW Wangerland bringen. So. Okay. Fährt er jetzt so, wie er soll? Ja, jetzt fährt er eine schöne Runde. Okay. Gut. Dann wird das jetzt hoffentlich funktionieren, dass sie dort mal endlich Öl anliefern. Das wäre jetzt, glaube ich, jetzt auch der einzige Grund. So, steht hier zufällig schon was? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, natürlich nicht. Na gut, okay. So, also, wir wollten ja eigentlich hierfür ein weiteres
einen weiteren Ort schaffen, der Öl braucht. Das heißt, ich würde ganz gerne auf dieser Seite was machen, wenn es denn möglich ist. Moment, das mache ich mal weg. Das mache ich auch mal weg und das mache ich auch weg. So. Also, braucht hier irgendjemand Öl? Schienen. Oh, neue Kesselwagen. Rungenwagen. Cool. So, Moment. Öl. Vielleicht kann ich das auch... Haben die noch keine Industrie hier drin? Nee. Die brauchen auch dringend eine Industrie. Der hier auch nicht? Der auch nicht. Okay, komm später dran. So. Wer könnte was gebrauchen? Da hätte ich was. Da könnte ich Öl hinliefern und würde Kunststoff bekommen. Mit Kunststoff, den Kunststoff kann ich da hinten wieder gebrauchen, weil ich hier irgendwo Waren mache. Kann das sein? Dass wir irgendwo... ja, hier hinten. Da. Was hat, bekommt der? Kommt der Stahl? Ne, der bekommt doch gar keinen Stahl, ne? Wann kommt denn hier mal Stahl an, verdammt? Das ist die... Zulieferer Janberger. Okay, Moment. Mal kurz schauen. Bekommt der hier hinten Stahl? Da nicht. Da. Eigentlich da. Stahl. Nö. Der bekommt auch keinen Stahl. Warum bekommen die alle keinen Stahl, verdammt? Ups, sorry. Ich habe eben gegen mein Mikro gestoßen. Ich hoffe, man hört es nicht. So. Das geht in den Umschlagbahnhof. Warum liefert er keinen Stahl an? Doch, hier hat er Stahl. Okay, der hat doch Stahl dabei. Der zweite hat Stahl dabei gehabt. Gut, ich nehme an, dass wir dann da abliefern. Warum? Ist auch der einzige Punkt, wo es abliefern könnte. So. Da könnte ich auch ran. Da könnte ich auch ran. Moment. Öl. Das wäre natürlich ein extrem weiter Weg. Boah, wäre der weit. Der müsste ja... Moment, der liefert ja hier bestimmt auch Treibstoff hin. Hat nichts dabei. Der hat schon mal nichts dabei. So. Der hat natürlich auch nichts dabei. Könnte aber reichlich mitnehmen. So, okay. Das wiederum wäre kein Problem. Dann würde er das von da kriegen. Gut, der braucht entweder das oder das. Wir können ihm natürlich auch was anderes geben, aber... Die Frage, wie bekommt er das? So, gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache es mal mit LKWs. Habe ich eigentlich noch nie gemacht. In der ganzen Strecke hier nirgendwo LKWs eingesetzt. Über eine gewisse Strecke. Wir würden auch da fahren und dann irgendwie da hinten hin. Oder aber wir setzen hier wieder einen Bahnhof rauf, der das Ganze mitnimmt, während er von da hinten kommt. Nimmt er hier was mit. Oder andersrum von hier. Liefert es dort ab. Und bringt es wieder zurück. So, das wird mir eigentlich fast besser gefallen. Dann müsste er eigentlich auch von da das Ganze mitliefern. Ja, das gefällt mir ganz gut. Allerdings den Kunststoff. Nehmen die Züge das mit? Moment. Nimmt der Kunststoff mit? Ja. Könnte er an jedem Fall mitnehmen. Dann würden sie auch nicht leer zurückfahren, was sie im Moment wahrscheinlich machen, jetzt mal abgesehen vom Holz, den er dort anliefert. Würden die alle hier leer zurückfahren? Ja, dann machen wir das doch so. Okay, Moment. Dann werde ich hier einen weiteren Bahnhof hinsetzen. An der Stelle. So, keiner mehr da. Machen wir mal Stopp. Und reißen mal den ganzen Quatsch ab. Moment, wer fährt hier rauf? Das sind... So. Die beiden da und da, okay. Okay, gut.
So, dann weg damit. So, bis da. Und bis da. So, das machen wir weg. Braucht sowieso keiner mehr. So, okay. Dann brauche ich einen Durchgangsbahnhof. Der braucht eigentlich nur zwei. Ein wenig drehen. Mal sehen, kann ich den hier gleich hier ransetzen? Ja, das kann ich. Mal gucken, ob er auch dann hier noch reicht. So, gehen wir mal hier vorne ran. Möglichst weit. So. Mal gucken, ob er das noch packt. Ja, das packt er auch noch. Sehr schön. Okay, und dann würden wir einfach hier rangehen. Moment, Quatsch. So, okay. Einmal da. Und einmal da. Und da muss hier wieder eine Weiche rein. Ich möchte natürlich nicht, dass wieder, der Personenzug auf dem Gleis fährt, wie der Güterzug. Da sollen sie natürlich im Bahnhof lieber einzeln fahren. Moment, das ist zu dicht. Da möchte ich etwas weiter vom Bahnhof weg. Falls wir noch ein Signal setzen müssen. Geht es etwas länger? Ja, das geht. So, und auf die andere Seite. Steigen zu groß, guck mal an. Das haben wir jetzt auch lange nicht mehr gemacht. Klar, machen wir es etwas kürzer. Mal schauen, ob es dann geht. So, einmal nach da. Okay, und zweiter Versuch. Geht gar nicht. Null Segment. Moment, dann habe ich irgendwas falsch. So. Steigen zu groß. Oder? Okay. Moment, probieren wir es weiter weg. Vielleicht geht es hier hinten. Und? So, nochmal. Einmal noch da. Und einmal. Na. Da geht's gar nicht. Hallo? Geht's noch? Was soll denn das hier? Du wirst mich wohl verarschen, ne? Das kann doch nicht wahr sein hier. Da wechselt er schon wieder das Gleis. Also. Geht's noch? Hallo? Ich will hier lang. Ja, du sollst da nicht darauf. Das kann auch nicht wahr sein hier. Zum Kotzen ist das manchmal. Okay, dann machen wir es halt anders. So, einmal. Ja, ich sehe wieder nichts. So, einmal nach da. Krümmung zu groß, passt. So. Und einmal nach da. Na, wird das noch was heute? So nicht. Also, so. So wird's was. So. Okay, dann machen wir hier ein Signal hin. So, und schauen wir, ob es passt. Das ist natürlich falsch. Genau das wollte ich nicht. Großartig. Der eine macht's richtig, der andere macht's falsch. Gut. Dann setzen wir halt hier noch eine Weiche rein. Weiche und ein Signal rein, bitte. Deshalb habe ich hier Abstand gehalten. So, und zwar ist das dieser hier. So. Wo, Moment, der soll ja sowieso... Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht reinsetzen, denn der soll er sowieso dort halten. Wann soll er dort halten? Er kann entweder danach, ja... Ist eigentlich egal, kann er so halten. So. Jetzt müsste er doch eigentlich. So, danach nach da. So. Jetzt müsste er eigentlich passen. Jetzt fährt er aber hier nicht mehr. Klar, weil das Gleis ja gar nicht existiert. Die Weiche nicht existiert.